Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Sea Creative Salmon. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr kaltes Wasser bekommen könnt, mit dem ihr euch dann im Nether löschen könnt. Als erstes brauchen wir einen Command Block, den bekommen wir mit Slash Give und sie haben Username und dann Command Block. Mit Rechtsklick platzieren wir den und mit STRG V fügen wir dann hier den Command aus der Videobeschreibung ein. Dann klicken wir hier noch einmal auf Needs Redstone, damit er auf Always Active steht und auf Done. Nach einer kurzen Zeit erhalten wir dann hier unsere kleine Box, auf der könnt ihr, wenn ihr einen Rechtsklick auf das obere Schild macht, die Box wieder entfernen und hier unten ist nochmal Eigenwerbung. Ja, um das kalte Wasser zu halten, müssen wir einen Wassereimer und Schnee zusammenwerfen und dann haben wir hier schon Cold Water. Und wenn wir dann mal als dummer Spieler hier ins Feuer laufen und brennen, können wir uns mit einem Rechtsklick ganz einfach hier diese Wasserquelle erschaffen und uns löschen. Diese bleibt da, das bedeutet, falls wir nochmal brennen sollten, können wir da erneut rein. Und mit einem Rechtsklick können wir diese wieder entfernen, allerdings müssen wir uns dann auch wieder eine neue craften. Ja, wie schon am Anfang gesagt, ein Rechtsklick auf das Schild und die Box ist entfernt. Ja, und das wäre es auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst den kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.